beim Bereich Kochen gibt es zahlreiche Tipps, um Energie zu sparen. Ein ganz wichtiger Tipp ist dabei, den Wasserkocher zu verwenden, wenn es darum geht, Tee- oder Kaffeewasser aufzustellen. Da ist es auch wesentlich, nicht die Kanne ganz voll zu füllen und die ganze Wassermenge wirklich aufzuheizen, sondern nur genau diese Menge, die ich tatsächlich brauche. Weiterer Punkt ist, wenn es um kleine Portionen geht, die Mikrowelle zu verwenden, wenn es darum geht, einfach diese Portion zu wärmen. Richtig kochen, richtige Speisenzubereitung mit der Mikrowelle ist natürlich nicht zu empfehlen. Hier ist das Kochen am Herd oder im Backrohr natürlich erste Wahl.